Moinsen YouTube, Kroatien Inselhüpfen Extrem Teil 2. Was haben wir auf dem Plan? Wir fahren die kroatische Inselwelt entlang mit unserem Expeditionsmobil und versuchen nur auf den Inseln zu bleiben und möglichst das Festland nicht zu berühren. In Teil 1 waren wir auf der Insel Krk, Pag, Rab und 4. Und jetzt stehen wir gerade in Zadar am Fährhafen und fahren auf die Insel Ugljan. Danach geht es nach Pasman, ein Stück übers Festland nach Split und von dort aus auf die Insel Brač und dann noch zurück. Viel Spaß! Vom Hafen aus ging es auch am kürzesten Weg hoch auf den höchsten Punkt der Insel. Da oben hat es eine alte venezianische Burganlage mit dem angeblich spektakulärsten Blick über die ganze Adriaküste. Die Straße da hoch ist eng, hat wenig Ausweichstellen, einige Spitzkehren und ist am Ende steil wie Sau. An der letzten Spitzkehre vorm Ziel haben wir den Dicken im Gebüsch geparkt und sind die letzten paar hundert Meter zu Fuß hoch. Und das war eine grandiose Entscheidung. Oben hat es nämlich einen kleinen Parkplatz, der war aber komplett zugeparkt. Boah, alter Lack! Ist ja wohl der spektakulärste Ausblick auf die kroatische Inselwelt überhaupt, oder? Der Knaller. Aber das ist nicht original, das ist eher militärisch noch genutzt hier. Auf Ugljan hat es relativ viel Wald und Olivenhaine und von daher hat es uns da bisher am besten gefallen von den ganzen Inseln. Ugljan und die nächste Insel Pasman sind mit einer Straßenbrücke verbunden und auf Pasman hatte ich am nächsten Tag dann eine Piste ausgearbeitet, die wir mal ausprobieren wollten. Die Piste zieht sich die gesamte Westküste von Pasman entlang mit zum Teil spektakulären Ausblicken aufs Meer. Für uns fahrbar bis genau zu der Kurve. Ab da war es so zugewachsen, dass es uns beide Außenspiegel reingedrückt hat beim Fahren und dann haben wir uns entschieden, alles wieder zurück. Möchten Sie das kommentieren? So sieht ein Griff ins Klo aus. Also war schön, aber wurde dann immer zugewachsener. Und es wäre noch 6-7 Kilometer so weitergegangen. Und wenn es am Anfang schon so zugewachsen ist und man kaum noch durchkommt, dann kann man es auch lassen. Und wenden war halt auch nichts. Und der Fahrer hatte das Problem, dass der Hund sehr interessiert ist an dieser ganzen Situation und dann immer vorm Außenspiegel ist. Das heißt, ich habe da die Bubble, da den Hund, den ich wegziehe, damit ich überhaupt was sehe. Und mit der Hand wird dann gelenkt. Dann muss ich das nächste Mal den Hund mitnehmen. Ich habe es Multitasking, ich habe es drauf. Wow, krass. Wow. Kann man aushalten. Biograd. Da ist dann wieder Festland. Für uns ging es von Biograd aus ein Stück übers Festland in die Bucht von Šibenik. Da liegt eine venezianische Festung auf einer kleinen Insel, die wollten wir uns unbedingt anschauen. Die Festung ist UNESCO-Weltkulturerbe, dreieckig, wie man gesehen hat, von den Venezianern gebaut und schützt den Golf von Šibenik, also da hinten rein. Ich denke, Šibenik ist ein riesiges Seenlandschaft und perfekter natürlicher Hafen, deswegen haben wir das Ding hier gebaut. Auf der Südseite vom Šibenik-Kanal gibt es einen schön angelegten Wanderweg, der zu einem Aussichtspunkt auf die Bucht vom Šibenik führt. Der Kanal war natürlich weiterhin militärisch höchst interessant. Die Deutschen hatten da Bunkeranlagen installiert und einen Torpedobootbunker im Unterirdischen. Als es dann nachher die jugoslawische Armee war, hatten die da Seeminen stationiert. Inzwischen ist das alles top renoviert und ein ganz wunderbarer Lost Place. Wir sind in Split am Stadion, das gewinnt jetzt keinen Schönheitspreis, ist aber groß genug für Dickschiffe und nicht allzu weit weg von der Innenstadt, von daher passt's. Split ist die zweitgrößte Stadt in Kroatien und der komplette Altstadtbereich ist UNESCO-Weltkulturerbe. Und das touristische Highlight ist dann der Diokletian-Palast, das hat sich der gleichnamige Kaiser um 300 nach Christus als Altersruhesitz bauen lassen. Für Anfang April ist da ganz ordentlich was los.
Der Palast ist stellenweise top erhalten, hat allerdings auch in den letzten 2000 Jahren ordentlich federn lassen müssen. Stinks. So wird vermutet, dass der Palast mal ausgesehen haben soll. Die Kellerräume wurden erst 1900 noch was ausgegraben, die waren mit Müll zugeschüttet und deswegen sind die relativ gut erhalten. Von Split aus ging es mit der Fähre nach Bratsch. Bratsch ist 40 Kilometer lang und 12 Kilometer breit und ist immerhin die drittgrößte Insel der Adria. Und auf der Südseite hat es einen alten U-Boot-Bunker, den wollten wir uns mal angucken. Die kroatische Inselwelt sieht aus wie norwegische Fjorde inklusive der dazugehörigen Fischzucht. Da unten ist ein U-Boot-Bunker, deswegen sind wir da. Bin mal gespannt, ob wir rein können. Wenn nicht, fliege ich mit der Drohne rein. Taucher? Also Tauchzeugs. Tauchgedöns. Okay. Wow. Ach, und das da oben sind so Tarnklappen, die man runterklappen konnte. Moggelig. Wie man sieht, wird es als Tauchbasis verwendet. Die berühmteste Sehenswürdigkeit auf Bratsch ist ein Kloster aus dem 16. Jahrhundert, das ganz spektakulär in so eine Felswand reingebaut wurde. Und um da hinzukommen, musste man diese Piste hier fahren und die war traumhaft, weil die ging so richtig schön in den Sonnenuntergang. Das ist die Mutter vom Overlanding. 8 Kilometer Piste. Total geiles Plätzchen. Wir gehen jetzt ans Meer, der Hund und ich. Also an den Aussichtspunkt vom Meer. Waldi! Na komm, zack, zack! Ja! Huhuhu! Was ist das? Geil! Ja! Den Parkplatz hier erreicht man übrigens auch auf der Piste von dem U-Boot-Bunker nach oben. Die ist allerdings unten so zugewachsen, dass es mit einem großen Auto schwierig wird. Deswegen sind wir es von oben angefahren. Wenn es in Kroatien eines hat, sind es Steine. Gerüchte besagen, wenn man sich Steine bestellt hier, dann kriegt man die frei Haus nach Hause geliefert und man kriegt noch Geld dafür, dass man sie nimmt. Das ist abartig, dass hier rumliegt. Das war jetzt nicht lustig. Wir waren gerade an der Eremitage, da hat der Hund ein Schaf oder irgendwas, also das, man sieht es da hinten links in der Ecke, der Fleck. Und dann haben wir jetzt eine Dreiviertelstunde lang den Hund gesucht, weil der Hund der Meinung war, er braucht Schaf zum Frühstück. Und die hat auf nichts mehr reagiert. Weder auf Pfeifen noch auf Rufen noch sonst was. Und wir haben nur gedacht, dass die sich hier schwer verletzt hat in dem Gelände. Und wie findet man einen Hund, der braun oder hellbraun schwarz ist in dem Steinhaufen hier? Also das Schaf hat glücklicherweise aufgegeben und konnte nicht mehr weiter und der Hund saß vor dem Schaf. Und das hat jetzt wahrscheinlich ist das Schaf paralysiert. Die Annette allerdings auch. So, jetzt endlich das Kloster. Also so sieht es von außen aus. Der Orden ist vor den Türken hier auf die Insel Bratsch geflüchtet. Die haben das 400 Jahre lang bewirtschaftet, haben oben in dieser Höhle gestartet und das Ganze war in Betrieb bis in die 1960er Jahre. Die hatten es über die 400 Jahre zu einem erheblichen Wohlstand gebracht. Es war ein richtiges Wirtschaftsunternehmen. 20 bis 50 Leute waren da Vollzeit beschäftigt und in der Hauptsaison bei der Ernte bis zu 150. Angepflanzt hatten die Wein, Oliven und bis zu 3 Tonnen Honig, den sie dann bis nach Venedig verkauft haben. Es hat eine kleine Schule, die Dörfer außenrum haben die Kinder da jeden Tag hingeschickt. Also das längste Dorf war 6 Kilometer entfernt, die müssten also 12 Kilometer am Tag laufen. Der letzte Bewohner war ein recht bekannter Astronom,
Das Zeiss-Instrument ist da immer noch ausgestellt und das war nachts auf so einer Stange montiert. Und der hatte da einige relativ bedeutende Entdeckungen gemacht am Sternenhimmel. Das Klavier wurde 4 Tage lang vom Meer unten hochgetragen. Da waren 12 Leute mit beschäftigt und sie haben 60 Liter Wein konsumiert. Ich habe mir das Klavier angeguckt, also es hat keinen offensichtlichen Transportschaden davon getragen. Was sagtest du? Ich sag da nur, also eigentlich würde ich sagen alter Schwede, aber junger Kroate, ist das eine Figur. Boah, fette Beute. Das ist der höchste Punkt der Insel Bratsch. Heißt das, also schreibt sich Brack. Bratsch. Hatten wir überlegt, ob wir hier oben pennen, weil es ein schöner Platz. War dann aber unten an dem Kloster, hat es uns auch gereicht. Und dann haben sie wieder Steine übrig. Die Annette hat Olivenöl gekauft. Das ist ja angeblich das Beste. Und wie viel Liter haben wir? 3, er hatte kein Wechselgeld, da habe ich nochmal 1 Liter mehr genommen. Und was kostet der Liter? 10 Euro. Schmeckt gut. Und er verschickt auch. Bitte? Er verschickt auch zur Not, oder? Habe ich jetzt gerade gefragt. Er war ein bisschen überfordert. Ja. Seine Frau macht die Geschäfte. Er ist nur der Bauer. Ich glaube, wir dürfen rückwärts rein. Wir haben besonders schlau an diesem Platz geparkt und der Hund dreht völlig durch, wenn er Katzen sieht. Und jetzt haben wir an jedem Reifen eine. Großartig, das wird gut. Der ist so hoch, die Katze. Katze auf Baum. So, wir sind zurück auf dem Festland, oberhalb von Split in Klis. Haben die Nacht hier auf dem Festungsparkplatz verbracht. Da ist eine Höhenbeschränkung drin, die sie aber irgendwann abmontiert haben. Ein Parkautomat gibt es auch nicht, also es war legal und die Nacht war ruhig. Die Festung da oben gucken wir jetzt an. Die war bei Game of Thrones auch Bestandteil, ich glaube Staffel 4 oder so irgendwas. Da geht's weiter. Oh! In der Staffel 4 hat die Drachenlady hier die Sklaven befreit. Und man hat die Vorderseite der Festung verwendet, da stehen schon ganz viele Leute. Und da oben wurde künstlich eine Pyramide reingerendert. 1,1 Millionen Euro hat die EU hier vergraben zur Renovierung. Zur Cetina-Quelle. Das ist so eine ganz berühmte Quelle, die so direkt aus dem Boden rauskommt, nicht aus einer Felswand. Das sieht man in ganz vielen Reiseführern, Drohnenbildern von oben. Ich probiere das hier auch mal. Berliner, sprich mal mit mir, sprich mal nach. Also du bist echt Bildungsfernhund, ehrlich. Von der Cetina-Quelle, 10 Kilometer nach Norden, hat es den Oberlauf der Krika. Das ist das, was später im Unterlauf die berühmten Krika-Wasserfälle bildet. Im Oberlauf ist es ein kleines, verwunschenes Tal mit alten Mühlen. Und da hat es eine offizielle Straße, die nicht geteert ist. Also eine Piste, die sich da ganz wunderschön durch das Hinterland zieht. Und das war unsere absolute Traumpiste. Exploding through. Rollercoasters in your veins. Do you remember the never-ending days? Every crush you ever had burned in your DNA. With a sparkle in your eye, forever young. Ich muss mir mal schnell mit 2 Händen auf beide Schultern klopfen. Das ist ja so großartig, was ich da rausgegraben habe. Das ist unglaublich. Super gemacht. Dankeschön. Ja, da hat er absolut recht, der Markus. Das hätte ich jetzt selbst nicht besser formulieren können. Das Tal weiter runter wird die Krika dann immer canyonartiger und es hat einen Wasserfall nach dem anderen. Die Zufahrt ist manchmal ein bisschen exotisch. Ah. Ui! Heideblitz! Dem Wasserfall haben sie jetzt wenigstens ausreichend Vokale spendiert. Bilusika Buk, 22,4 Meter hoch. So, wir sind immer noch an den Krika-Wasserfällen, oder zumindest in der Nähe, auf jeden Fall in diesem Nationalpark, auf einem kleinen Parkplatz.
an der Straße. Jetzt gehe ich alleine zu den Wasserfällen, weil Hund hat nämlich Schulter. Die war ja gestern relativ munter oder sehr munter und hat sich dann aber irgendwas in der rechten Schulter verzogen und möchte nun gar nicht mehr gehen. Deswegen gehe ich jetzt da zu den Wasserfällen vor, fotografieren, kleine Wanderung. Und dann fahren wir zur Apotheke und kaufen Hundeschmerzmittel. Könnte es auch die afrikanische Savanne sein hier, so wie das aussieht. Affenbrotbaum und Steppe und irgendwo laufen dann nachher die Löwen durchs Gebüsch. Der ganze Park oder sämtliche Straßen hier sind videoüberwacht. Wir haben uns eben nicht überlegt, ob wir hier diese Piste reinfahren. Die geht vor bis zum Aussichtspunkt. Also vorne ist keine Sperre. Kam aber heute Morgen um 7 schon ein Ranger vorbei. Und es kann einem dann passieren, dass die einen da drin dann abgreifen und dann wird es teuer. Als da vorne, als wir da gestanden sind, hat keiner was gesagt. Man glaubt ja eigentlich auch nicht, dass hier jetzt ein Canyon kommt, oder? Sowas von Walachei abartig. Das sind hier nicht die bekannten Haupt-Krika-Wasserfälle, sondern das sind so etwas kleinere, dafür ist es weniger touristisch. Everything you see reminds you of how it was. No matter where you go or how much you drink, you'll never escape it, cause you're still in love with her. Hiermit vergebe ich die goldene Zitrone an den hässlichsten Stellplatz der Reise. Warum haben wir uns hier durch diesen Ort gequält? Das ist nur eine Einbahnstraße. Da hinter mir hat es einen Küstenwanderweg, den werden wir morgen unter die Füße nehmen. Geht da so einmal um das Kap rum und dann in so eine hübsche Bucht rein. Und anders parken als hier kann man nicht und für eine Nacht. Okay, die Aussicht aus dem Fenster ist allerdings bestechend. Das ist schon geil. Wie geht es eigentlich der Patientin? Besser. Sie ist auf dem Weg der Genesung. Wir waren beim Tierarzt. Gebrochen ist nichts. Und man halte sich fest, eine Untersuchung eines kroatischen Tierärztin und 4 Tabletten in Summe 4 Euro. Wir kommen immer hierher. Also das sind so Schmerztabletten. Und wir wuchten die mittelalte Dame jetzt halt aus dem Auto raus. Also ich trage sie runter und hoch geht's schon einigermaßen mit so ein bisschen Starthilfe. Heute ist Schongang angesagt und morgen können wir dann vielleicht gemeinsam die Küstenwanderung unter die Hufe nehmen. 8 Uhr morgens in Kroatien. Die kroatischen Bauarbeiter beginnen mit ihrem Tagewerk. Also wir haben uns jetzt aus dem Bett geworfen sozusagen. Wir dürfen aber noch stehen bleiben. Wir versuchen jetzt mal den Küstenwalk. Die ganze Nacht hat es geregnet und es ist eiskalt hier im Norden. Schauen wir mal. Wow. Kann man aushalten hier. Schick. Weiß nicht, ob man sieht, aber das ist ein Schiffswrack. Und zwar gar kein so ganz kleines. So, dem Patienten geht es wieder einigermaßen. Wir müssen noch langsam laufen. Für uns war es das jetzt in Kroatien. Jetzt zurück nach Bled. Ins schlechte Wetter und dann über Salzburg nach Hause. Bis demnächst. Schön war's. Schön war's.